Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2021 Spielerkarriere bei Bielefeld als Rechtsverteidiger. Unglaublich cool, die Karriere kommt richtig, richtig gut bei euch an und dementsprechend freue ich mich natürlich auf die heutige Folge. In der heutigen Folge machen wir 4 Spiele. Wir hatten in den letzten Folgen immer 3 Spiele, heute gehen wir auf 4. Vielleicht überspringen wir auch noch eins, weil wir mal aussetzen, aber scheinbar werden wir bei Bielefeld immer gebraucht und immer eingesetzt. Finde ich natürlich einerseits gut, andererseits natürlich auch kritisch. Wir machen 4 Spiele in der heutigen Folge, denn letztes Mal, da, also die letzte Folge, das war ziemlich peinlich, was da am Anfang passiert ist. Schaut einfach mal vorbei und wir machen einfach 4 Spiele, dann ist besser. Dann muss ich sowas nicht mehr reinschneiden. Und unser erstes Spiel ist noch relativ locker, sag ich mal. Mainz, unser Gegner, wir spielen auswärts und ein Ligaspiel gegen Mainz, das kann man schon mal gut bestreiten, würde ich sagen. Das heißt natürlich noch lange nichts, aber danach haben wir die Spiele gegen Leipzig im Pokal und gegen Bayern in der Bundesliga und danach weiß ich gar nicht, was danach kommt. Aber das sind auf jeden Fall härtere Brocken wie dieses hier, denke ich mal. Ja, kein Vorbeikommen da an mir. Oh, hallo? Ey! Ja, Schiri sagt, das war nix. Nehme ich so mit. Aber ein Fehlpass auch danach. Schade. Halbzeit 0-0. Oh, und jetzt stellen wir auf Offensiv. Sehr interessant. Das heißt für mich natürlich auch wieder ein bisschen weiter mit vorgehen. Und das heißt für Vogelsammer eine Chance vielleicht. Oh. Oh, Alter, ich mache einen Einwurf. Wie krass. Wow. Und jetzt eine Flanke, ein bisschen sehr weit, aber sie kommt auf Umwegen in die Mitte. Und da steht es 1-0. Doan oder wie auch immer man den ausspricht. Führung. So, da habe ich den Ball und das Spiel ist damit aus. 1-0 und wieder 3 Punkte. Wir sind immer noch ungeschlagen, haben jetzt schon das dritte Spiel, glaube ich, gewonnen. Also laut Tabelle sind wir extrem gut und wir sind auch extrem gut in die Saison gestartet, definitiv. Wir gewinnen halt immer nur so ganz, ganz knapp und man sieht es auch hier, so richtig verdient war das gar nicht, aber es ist einfach so. Weiterhin auf Platz 3, punktgleich mit Bayern München. Wie gesagt, wir haben 5 Tore geschossen und 1 kassiert. Bayern München hat 18 Tore geschossen. Alter, das ist mehr als dreifach so viel wie wir. Es ist so krass. Wir sind damit eine der schlechtesten Mannschaften mit 5 Toren geschossen. Aber wir haben halt auch wenig kassiert und haben so die Spiele eben gewonnen. Also keine Angst, nicht sagen hier, das ist unrealistisch oder so. Es ist halt relativ knapp. Aber irgendwie haben wir es geschafft. So, und jetzt haben wir ein bisschen Pause. 1,5, 2 Wochen und jetzt spielen wir. Nicht. Ja, schade. Im DFB-Pokal spielen wir nicht. Obwohl jetzt, wie gesagt, so viel Pause dazwischen war. Aber ist nicht schlimm, weil ich glaube sowieso nicht, dass wir weiterkommen. Alter, what the fuck. Im Elfmeterschießen haben wir verloren. Als ob, warum ist Bielefeld so gut? Also Leute, erklärt mir das bitte mal. Warum ist Bielefeld so gut? Leipzig, Bielefeld, 2-2 im Elfmeterschießen gewinnt Leipzig mit 5-4. Also auch noch mit einem Trefferunterschied von den 5. Also wir sind aus dem Pokal raus, aber auch total knapp. So, nochmal eine Woche später, jetzt gegen Bayern München. Komm, bitte lass mich da spielen. Bitte, 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 bitte. Ja. Yes, wir stehen in der Startformation. Boah, und Leute, guckt euch das an. Wir spielen jetzt gegen Bayern, dann spielen wir gegen Freiburg und dann spielen wir gegen Dortmund. Das alles noch in der heutigen Folge. Gegen Freiburg wird ja das einfachste Spiel davon, sag ich mal. Also Bayern und Dortmund, die sind beide über uns und alle, die werden uns wahrscheinlich auch killen. Immerhin spielen wir zu Hause in der Schüchow Arena. Wenn man die so ausspricht, aber ich denke mal schon. Gegen die Münchner. Und eine Trainerkarriere bei Bayern München, die gibt es auf meinem Kanal auch. Unbedingt mal rechts oben beim i vorbeischauen. Und apropos meinem Kanal, habt ihr eigentlich schon mitbekommen,
dass ich einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht habe. Also nicht Mike Let's Play, sondern Michael Mike heißt der. Michael Mike quasi, absolut krass. Rechts oben beim i verlinkt. Ihr könnt da mal vorbeischauen und mal ein Abo dalassen. Das ist eben ein neuer Kanal. Der braucht noch ein paar Abos. Und außerdem gibt es da echt coole Videos. Also, die Tage, ich weiß nicht, morgen, übermorgen oder ich weiß nicht, wann dieses Video hier rauskommt. Jedenfalls gibt's die Tage bald mal ein Video mit einer Freundin von mir, wo wir so eine lustige Spielerunde machen. Das ist alles total witzig. Also schaut da vorbei und abonniert. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann kommt Vogelsammer mit der ersten richtig guten Chance. Und Lewandowski. 14 Minuten gespielt. Und da steht's 1-0. Durch den Polen, den Neuner, bester Stürmer, wie auch immer man es nennen will. Ich mag Bayern. Lasst mich. Oh, Gnabry lässt sich da fallen, ja. Wird für mich aber natürlich eine schwere Aufgabe als Verteidiger da unten gegen Serge Gnabry. Ah, zweites Duell gegen Gnabry gewonnen. Sehr schön. Ha. Alaba spielt auch Linksverteidiger gerade. Habe ich schon gesehen in der Aufstellung. Gegen Davis wäre es natürlich da nochmal schwieriger geworden. Und Coman. Und jetzt ich mit einer Chance! 1-1! Yes! Ich schnapp mir das Mikrofon! Nach einem Konter, nach einer Ecke, treffe ich gegen Manuel Neuer, gegen meinen Verein aus der Trainerkarriere. Sehr, sehr schön. Was ein geiles Gefühl ist das denn? Der zweite Saisontreffer gegen die Münchner. Erster Schuss übrigens für Bielefeld aufs Tor. Bayern hatte schon 4 oder 5, glaube ich. Und Lewandowski setzt den Ball an den Pfosten. Bayern deutlich besser wieder. Und jetzt ist Halbzeit. 1-1. Lol, ich werde in situative Manndeckung genommen. Bin ich so gut gewesen. Ja, sehr schön. Ein Freistoß wenigstens mal weggeklärt. Gnabry. Und ich stehe richtig. Jawohl. Heute mache ich einen Mega-Job. Schuss abgesetzt zum Ende hin. 1-1. Wir verlieren das Spiel nicht. Wir können den Schwierigkeitsgrad gerne nochmal höher stellen. Aber eigentlich kann es daran nicht liegen. Weil Bayern war viel besser. Die haben nur die ganzen Chancen daneben geballert. Verstehe ich nicht ganz, aber ja, ich nehme den Punkt natürlich gerne mit. Aber irgendwie wundert mich das. Man of the Match auch, das ist sehr gut. So, in der Liga sind wir fleißig in der Startelf und das auch heute wieder. Spiel gegen Freiburg. Eine Schwierigkeitsstufe höher. Schönes Wetter, wir stellen auf Offensiv und meine Fitness, die ist top. Und die erste Chance. Scheiße. Gelbe Karte. Meine erste gelbe Karte. Und das natürlich zu Recht. Unschöne Aktion. Ich kam knapp zu spät. Wollte da natürlich zum Ball, aber ja, es reichen dann Zentimeter. Ja, es reicht aus. Wir sind schnell genug, Gott sei Dank. Halbzeit, 0-0. Ich werde wieder in situative Manndeckung genommen. Warum auch immer. Ja, irgendwie gestört. Wichtig. So, und da bin wieder ich. Und irgendwie wurde ich aber geschubst. Komm jetzt. Und da ist es. Das 1-0 auswärts. Eine Vorlage erzielt oder gemacht, erzielt, hä? Vogelsammer, 85. Spielminute 1-0 und der Schwierigkeitsgrad hat es überhaupt nicht gebracht, also
Das Spiel läuft genauso ab. Wir haben genau gleich viele Chancen. Sind ein bisschen besser als Freiburg. Und jetzt machen wir in der 85. das entscheidende Tor. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Dann sind es wieder 3 Punkte. Also es ist schon echt irgendwie komisch, aber ich finde es gut natürlich, dass wir so gut spielen und so, aber irgendwie weiß nicht, was ich da machen kann. Ja, der Ball geht raus, aber das ist egal. 1-0. 3 Punkte wieder. Und unsichtbare Schuhe. Crazy, aber irgendwie ist es so. Irgendwie ist es so. Der Spieler des Tages ist Vogelsammer. Werden richtig ausgepfiffen, die Spieler von Freiburg. So, ich habe mir die Haare jetzt ein bisschen anders frisiert. Das sehen wir dann gleich. Auf diesem Bild ist es noch alt. Finde ich cool, dass es die Option jetzt gibt, dass man hier das Aussehen während der Karriere noch verändern kann. Und ich habe jetzt die Einstellung auf die höchste Schwierigkeit gestellt. Also wirklich, mehr geht jetzt nicht. Letztes Spiel für die heutige Folge. Wir sind daheim und wir spielen gegen Dortmund. Wie gesagt, jetzt höchste Schwierigkeitsstufe. Mehr geht wirklich nicht. Frisur ein bisschen verändert. Und schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Ja, sehr schön den Ball geholt. Nicht schlecht gemacht. Ich werde wieder in situative Manndeckung genommen. What the fuck. Aber jetzt, der Ball kommt durch auf Córdoba. Und der spielt, warum auch immer, zurück. Oh Mann, das war nicht so gut von dem. Aber 0-0 zur Halbzeit, das ist Standard. Das kennen wir schon. Jadon Sancho. Und da ist Reus. Duell gegen Reus. Reus schießt mir in die Fresse und dadurch gibt es Eckball. Ja, Leute, also ein kleines Feedback hier nochmal zum Ende hin. Also Superstar ist bestimmt keine schlechte Einstellung. Das macht mir natürlich das Leben aber schwerer. Dortmund mit ganz, ganz vielen Schüssen, aber das waren wir auch von Bayern schon gewohnt. Das Ding ist nur, dass das jetzt entweder liegt es an Superstar oder es liegt an Dortmund, ich weiß es nicht. Die Schüsse kommen wenigstens aufs Tor. Das ist schon mal was Gutes. Boah. Mir fällt es aber ein bisschen schwerer. Ob das jetzt an diesem Spiel hier liegt. Gelbe Karte da gegen Witzel. Ob das jetzt an diesem Spiel hier liegt. Oder an der Einstellung, das weiß ich nicht. Mir fällt es definitiv schwerer. Ich habe einige Fehlpässe. Krieg auch einige Pässe nicht. Also einige, die quasi zu mir gedacht sind, aber nicht ankommen. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. Und auch in der Verteidigung habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen schwerer ist, da an jeden Ball ranzukommen. Aber ja, im Prinzip ist es trotzdem noch nicht das Ergebnis, was man sich erhofft hat. Es steht 0-0, das Spiel ist noch nicht vorbei. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal eine Chance. Hier, das meine ich. Der Ball war an mich adressiert, kommt aber auch nicht. So, jetzt kriegen wir nochmal eine Chance und ja, da ist es. Wie ich es angekündigt habe. 93. Spielminute, es gibt nur eine Nachspielzeit. Und Bielefeld gewinnt gegen Dortmund. Und ich mach die Vorlage. What the fuck. Ich hab's gerade gesagt. Ich hab gerade gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Chance. Und dann kriegen wir tatsächlich eine. Und machen das 1-0. Also irgendwie scheint Bielefeld so eine richtig gute Mannschaft zu sein. Ich weiß es nicht. Irgendwie gewinnen wir die Spiele. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Tabellenplatz 2 dann. Das ist schon echt heftig. Chiplock in der 93. Spiel entschieden. Eieiei. Guckt euch das an. Wir hatten einen Schuss, der ging aufs Tor und der ging rein. Und wir hatten den einen Schuss in der Nachspielzeit, 93. Da war das Spiel schon vorbei eigentlich. Und die hatten 8 Schüsse, 7 aufs Tor und keinen drin. Oh, ich kann nun eine Legende wählen.
Ich habe scheinbar 5 Spiele auf Superstar gewonnen. Also dann stellen wir noch eine Schwierigkeit höher. Ah, das ist so krank einfach. 6,5 die Bewertung. Ja, Tabellenplatz 2, punktgleich mit Bayern. 8 Tore geschossen. Wie gesagt, das ist der schlechteste Wert. Den haben zwar auch noch ein paar andere Mannschaften. Aber was Schlechtes gibt's nicht. Also alle haben mindestens 8 Tore geschossen. Und mit diesen 8 Toren sind wir auf Platz 2. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wie. Wir sind immer noch ungeschlagen. Und ich mache es jetzt einfach mal. Ich stelle einfach mal auf Legende jetzt den Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, was es das bringen soll, weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ich probiere es einfach mal. Dann kann ich noch weniger spielen. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der verändert quasi ja nur die Schwierigkeit für mich als Verteidiger. Aber wie die Mannschaften dann spielen, also meine Mannschaft und die Gegner und so, das verändert es ja quasi nicht. Und ja, wir stellen einfach mal auf Legende. Let's try it und schauen mal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich speichere auch direkt mal ab. War eine interessante Folge, aber man muss ja echt sagen, mega erfolgreich. Also man muss es echt auch loben und sagen, wow, extrem nice, was wir da geleistet haben. Ich habe 2 Vorlagen gemacht und ein Tor. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt sogar 5 Scorer-Punkte. Das ist echt nicht schlecht für irgendwie 12 Spiele, die ich gespielt habe. Ich werde natürlich probieren, weiterhin da anzuknüpfen. Rechtsverteidiger ist eben eine Position, wo man auch mal ein paar Scorer-Punkte sammeln kann. Und nichtsdestotrotz aber auch natürlich hinten verteidigen. Da haben wir heute auch ein paar gute Szenen dabei gehabt. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Da heißt es Gladbach, Stuttgart, Hoffenheim und noch eine andere Mannschaft. Das bleibt Top Secret. Das sehen wir dann. Und ja, wir schauen einfach mal, was passiert. Ihr könnt auf jeden Fall ein Like da lassen, abonnieren, auf meinem neuen Kanal vorbeischauen und dann schauen wir mal einfach, was bei der nächsten Folge passiert, ob wir auch mal eine Niederlage bekommen oder ob wir hier Meister werden. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nichts versprechen. Ich kann auch nichts anders machen. Schreibt einfach mal was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp oder so. Eigentor mache ich aber nicht. Definitiv nicht. Macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.